So, nach dieser musikalischen Stärkung bitten wir nun Dr. Jarosław Belski auf die Bühne. Hallihallo, ihr Lieben. Es ist kalt, also mir zumindest. Ich höre immer wieder den Satz, hey toll, wie mutig ihr seid. Und ich denke mir dann immer, na, eigentlich hat das mit Mut gar nichts zu tun. Ich habe das Gefühl, es geht hier vielleicht ein bisschen um ein Vorwissen. Und ich kann jedem nur empfehlen, sucht's einmal im Internet, Technokratie, Transhumanismus, CBDC. Das sind alles Dinge, Worthülsen, die eigentlich zeigen, wo es wirklich hingeht. Denn Corona war mit all seinen Daten und Fakten, war eigentlich im Jänner, Februar für den Fachmann schon geklärt. Bezüglich der Daten möchte ich ein aktuelles Zeitgeschehen hernehmen, damit ich euch illustriere, was es mit diesen Daten und Fakten an sich hat. Und weil wir alle schon so voll sind vom Thema Corona, gehe ich einmal in die Politik. Und ihr habt vielleicht was gehört, 2014, 2016, Präsidentschaftswahlen, Trump, man sagte, die Russen mischen sich ein, man hat die Daten und Fakten gefunden. Es bildeten sich gescheite Runden, es bildeten sich Clubs, wo man darüber philosophierte und man setzte sogar einen Herrn Müller ein, der diese Daten und Fakten recherchieren sollte. Er fand leider nichts. Jetzt, vor ein paar Tagen, wurden die E-Mails von den Clintons veröffentlicht, zum größten Teil veröffentlicht. Und es zeigt sich, dass dieses ganze Russiagate nur eine Erfindung war. Und jetzt stellt sich die Frage, na, was haben denn diese ganzen Experten Monate, Jahre denn gemacht? Worüber haben sie geredet? Über heiße Luft. Und wenn ihr wüsstet, wie es in der Wissenschaft und in der Medizin wirklich zugeht, ich glaube, keiner von euch wird morgen zum Arzt gehen. Und das ist vielleicht etwas, was ich euch hier mitgeben will auf dem Weg. Es gibt, wir schmücken uns zwar mit Daten und Fakten, aber die Realität ist eine ganz eine andere. Man lenkt uns mit Emotionen, man lenkt uns mit einer Energie, mit Bewusstsein, aber es geht nie um Daten und Fakten. Aber wir können das ändern, indem wir uns beginnen, für diese Daten und Fakten zu interessieren. Und da soll Corona nur ein kleines Hilfsinstrument sein, denn keiner von euch ist so dumm, dass er nicht einen PCR-Test begreifen könnte, wenn er sich zum Beispiel mit ihm eine kurze Zeit auseinandergesetzt hat. Jeder von euch wird den Unterschied zwischen Virus und Bakterium innerhalb von ein paar Stunden erlesen können. Und dort müssen wir wieder hin, dass wir unser Leben in die Hand nehmen, dass wir das nicht anderen übergeben, dass wir beginnen, uns selber für unsere Dinge zu interessieren. Und dann wird es auch kein Corona mehr geben. Und damit ihr seht, dass sich diese Dinge immer und immer wieder wiederholen, nach dem Motto, ich sage immer diesen Satz, ein Kaiser wird sich niemals selber absetzen. Das heißt, wenn ich Profiteur bin eines Systems, na wieso soll ich es ändern, wenn ich eh profitiere? Also wieso sollten diese ganzen Kammern, diese ganzen gescheiten Institute irgendetwas ändern, wenn sie von uns leben? Aber dass das schon immer so geht, möchte ich euch mit ein paar Namen illustrieren. Semmelweis, ihr kennt es wahrscheinlich, Semmelweis. Der es vollbracht hat, das Kindsbettfieber zu lösen. Habt ihr gewusst, dass er Zeit seines Lebens von der medizinischen Community verfolgt wurde? Dass man gesagt hat, er ist ein Verschwörungstheoretiker? Erst nach seinem Tod hat man diese Erkenntnisse anerkannt. Herbert Niedelmann, ein Forscher, der nachweisen konnte, dass Blei Gift ist, dass das unser Gehirn negativ beeinflusst. Was war der Dank? Man denunzierte ihn, man nahm ihm die Forschungsgelder weg und er wurde als Vollidiot dargestellt. Rachel Carson, ebenfalls eine Wissenschaftlerin,
hat es gewagt zu sagen, naja Leute, DDT ist vielleicht nicht so eine gute Läuseprophylaxe oder Malaria-Prophylaxe. Sie wurde schlecht gemacht, man hat sie niedergemacht, man hat ihre Titel streitig gemacht. Würdet sie heute mit DDT Läuse auskurieren? Wahrscheinlich nicht. Alice Stewart, auch so eine Verschwörungstheoretikerin. Sie hat den Zusammenhang zwischen zu häufig Röntgen und bösartigen Tumoren herausgefunden. Zeit ihres Lebens kämpfte sie gegen diesen medizinisch-wissenschaftlichen Mikrokosmos. Und erst nach ihrem Tun hat man sie anerkannt, dass sie recht hatte. Bernice Eddy, eine Wissenschaftlerin, die die amerikanischen National Institute of Health, NIH, hat sie gewarnt, du passt auf, im Polio-Impfstoff, da ist ein Virus drinnen, ein Virus von Affen. Man hat sie ausgelacht, man hat sie denunziert, man hat gesagt, okay, die ist hysterisch, die ist ja deppert. Was ist das Ergebnis? Heute haben mehr als 20% der Menschen dieses Virus in ihrem Genom. Dieses Virus gab es vorher nicht im menschlichen Genom. Jetzt tragen wir es mit uns herum, weil es zu einem Polio-Zwischenfall kam, also zu einem Impfzwischenfall in Kalifornien. Man hat dort, obwohl man gewusst hat, dass dieser Impfstoff verunreinigt ist, man hat das ausgerollt. Ich könnte diese Liste jetzt ewig lang fortsetzen. Wie scheint, gibt es da ein Muster. Es gibt ein paar wenige, die versuchen, auf etwas hinzuweisen. Und vielleicht sollten wir alle lernen, bevor wir auf diese paar wenigen hinschauen, hintreten, schimpfen, sie beleidigen als Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger oder Nazis. Vielleicht hören wir alle gemeinsam mehr hin und beginnen auch selber mehr zu recherchieren. In diesem Sinne, alles, alles Liebe.